Also, das ist unser Theater. Also unser Haupttheater. Ja. Mehrere. Also das ist erstmal die schöne Eingangshalle. Mit einer extra ausgestatteten Galerie. Da stehen unsere Namen sogar drauf. Da haben wir uns was ausgedacht, einfach so. Ja. Also sag mal, was steht denn da? Zum Beispiel das ist... Schaf. Ja, modernes Schaf. Oder... Oder warte, was war das? Das mal. Das ist mein Bild. Echt? Aber ja. Was, wo du meinst mit dem Creeper? Ja, ja, bin noch unterwegs. Also, das ist auch noch eins. Von Babylon? Und genau. Das Tal? Genau. Das Spinnnetz? Das Netz. Das Netz. Und noch eins. Hier. Und hier ist Jojo sein Bild. So, da wir auch bei dem Theater ein bisschen Platz, zu viel Platz hatten, mussten wir es dann mit Restaurants füllen. Gastronomie. Und dann kommen wir auch in den Haupttheater-Vorstellungsraum. Aber zeig dann mal die Lichtsachen. Genau. Und so. Also da haben wir haben uns reichlich Technik einfallen lassen. Ist die Musik eigentlich noch da? Was? Die Musik ist eigentlich noch da, ne? Ja, ja. Wo ist die Technik hin? Wo ist die Technik? Warte, da ist das noch der Schalter am Bus. Auf der anderen Seite, glaube ich. Wo ist der andere Seite? Ah, wo ist die Technik? Nein, nicht auf der... Ja, wo denn? Also da, also ich glaube auf der Seite. Also ja. Da, ich glaube. Also die Technik ist gerade weg, es tut uns leid. Wo ist die Technik? Ja, nein. Okay. Ja, geh da mal weiter. Da weiter? Ah, hier. Ah, ja. Okay, Beleuchtung von der Bühne. Bühnenbeleuchtung. Aus, an. Hä? Oh. Kannst du es anmachen? Ich versuch's gerade. Wir können nicht Rechtsklick drücken. Auf jeden Fall. Ihr habt mir keine Rechte gegeben. Ja, weil ich bin in einer Gruppe. Aber das geht auch trotzdem, oder? Nein, wir können nicht Rechtsklick auf... Klappt nicht. Hä? Ja, okay. Ich hab Blöcke gekommen. Ja, Linksklick geht. Ja, ja, links, aber nicht rechts. Ja, auf jeden Fall. Ist eigentlich wunderschön. Beleuchtung des Schiffes und der Bühne. Das kann man von hier oben sehr gut eigentlich sehen. Ja, genau, das ist die VIP-Lounge. Wir sind enttäuscht. Ja. Und naja. Hier so das erste Gebäude, wo wir wirklich überlegt haben, was können wir machen? Theater. Genau. Da haben wir eigentlich unsere meiste Zeit investiert drin. Und dann sind wir auf den Entschluss gekommen, noch eine Statue zu bauen, nämlich den Denker. Und den Hut haben wir eigentlich nur darauf gesetzt, weil es einfach mal mega lustig aussah. Ja. Müsst ihr auch zugeben. Und dann kommen wir auch zu einer Bibliothek, was ja auch sehr kulturell eigentlich... Fanden. Genau. Weil da kann man auch Geschichte nachlesen und ähnliche Sachen. Man kann nicht mal auf Druckplatten treten. Wow. Ah, doch, geht auf. Okay. Dann sind und wir hier den tollen Beamer zeigen. Beamer? Und dieses Beep. Achso, unser Kassiergerät. Ja. Aber kein... Didi. Klappt nicht. Ja, man kann leider wieder keine Technik. So. Ja, was haben wir noch gebaut? Genau, da geht es immer noch nach oben. In die größere Bibliothek. Gym. Und ja. Das war auch unsere... Aber dann zeigt uns das Museum und das Jugendzentrum für das Theater. Wir haben uns auch... Das ist schrecklich. Wir haben uns auch dafür entschieden, ein Jugendhaus zu bauen, wo sich halt so die Jugend treffen kann, weil wir waren der Meinung, dass Jugend später mal die neue Kultur ist. Mhm. Was natürlich jetzt wieder nicht da ist. So, da ist es. Und daraufhin sind wir auf diesen Billardtisch mit allem drum und dran gefunden. Und das schöne Basketballfeld. Ja. Ja. Dann noch ein kleiner Spielplatz. Für die etwas kleineren. Und unser legendäres Kino. Ja, da haben wir auch gesagt, Kultur, da kann man wieder was sehen, beobachten, wie auch immer. Dann sollen wir in den coolen Theater- und Kinosaal. Wir wollten eigentlich noch bewegliche Bilder und sowas machen, aber das haben wir zeitlich nicht mehr geschafft, weil wir hatten nur eine Woche Zeit, weil wir waren 2 Wochen auf dem Praktikum. Schrecklich. Mhm. So, im Nachhinein haben wir auch noch mehrere andere Gebäude auf der anderen Seite des Theaters, weil wir fanden auch, das Theater muss ins Zentrum, weil es war einfach mal so ein schöner Spawnpunkt. Genau, und jetzt kommen wir zum Open-Air-Theater. Oh nein, der Fail ist immer noch da. Ja, das Open-Air-Theater sollte eigentlich nicht mit Bäumen bestattet sein. Das ist mein Fehler gewesen. Als ich gemerkt habe, es wurde nicht hell. Ja,
abgeben. Das Open-Air-Theater ist voller Bäume. Wie ihr seht, als ich gemerkt habe, es wird nicht Nacht und es wird auch nicht Tag, dachte ich mir so, okay, dann wachsen Pflanzen bestimmt auch nicht. Aber da sind Pflanzen gewachsen und letztendlich stehen da Bäume rum, die eigentlich da nicht stehen sollten. Genau, und das ist unser tolles Open-Air-Theater, was recht viel Zeit an sich auch beanspruchte. Warum, weiß ich nicht mehr genau. Ja, und mit dem Redstone, da wollten wir eigentlich, was wollen wir denn hier machen? Musik und sowas? Leucht, ja, genau. Ja. Aber leider auch nicht mehr geschafft wegen dem blöden Praktikum. Genau. So, dann kommen wir in unser tolles Museum. Ja, das ist wirklich einer der Haupthighlights. Intensivsten? Ja. Wir haben uns, genau, wir haben uns dafür entschieden, einfach mal alle Bäume zu kategorieren, die es hier gibt. Also ihr seht, das Open-Air-Theater ist echt cool geworden. Wie schon gesagt, jetzt wollen wir euch das Museum zeigen. Technik. Liegt am FR plus 3, was auch immer. So. Ja, okay, der Profibaum. Nee, nicht da lang. Was war da? Da waren noch die Hühner. Genau, dann haben wir hier die Hühner. Also das Huhn. Das Huhn. Auf Lateinisch. Und was haben wir hier noch? Oh ja, werden 130.000 Kilometer Regenwald abgeholzt. Das entspricht also, da der Zirkafläche von Griechenland. Da schreiben wir wesentlich Sachen ein, die auch wirklich wahr sind. Reelles Theater, unser Museum. Und hier sind wir auf den lustigen Gedanken gekommen. Fahre. Welt. Spitzenmäßig. Was? Ah, ich kann mich nicht bewegen. Ah, ich kann mich bewegen. Okay, was willst du noch? Da hinten die Musik ist egal. Dann zu unserer Erntemaschine. Wir haben uns kennt ihr sicher alle so ein Gronk? Ja. Wir haben uns so gedacht, das gehört ja an sich dazu, weil wenn man Minecraft spielt, dann hat man auch eine Erntemaschine. Wollen wir die mal aktivieren? Oh ja. Weil jetzt, ich meine... Okay. Aber ich weiß nicht, ob die funktioniert noch. Klappt nicht. Ah doch, das hat nicht doch. Ach, das stimmt. War ja, okay, funktioniert nicht ganz. War ich nicht. Ah doch, doch, sie funktioniert ein wenig. Sie war eigentlich anders geplant, aber... Liegt am Computer. Genau, liegt am Computer. Ja, warte mal, schau, das war's eigentlich. Nein, das war's nicht. Wir haben noch. Ach stimmt, es gab ja noch. Das kleine Theater. So, nochmal Aufmerksamkeit für euch und ihr habt noch eine Minute, um das Wichtigste zu zeigen, ja, was ihr mal zeigen wollt. Das Beste an sich auch, also was auch uns gut beeindruckt hat und auch unsere coole Idee war, nämlich ein Nebentheater gleich mit dran zu bauen. Genau, und wir selber haben auch ein Theaterstück, also ich und Julius sind in einer Theatergruppe. Genau. Und dort haben wir ein Theaterstück aufgeführt und wir waren der lustigen Überzeugung, dass wir das auch hier einführen. Nämlich dann, wo ist es? Maske? Kostüme? Nein. Nein, da musst du einmal so in den rechten und dann ja, ja. Rechts und dann fliegen wir mal. Ja. Nämlich unser Mr. Ping. Die verrückte Reise von Mr. Ping und so. Sind zwei Außerirdische, ist ein ziemlich lustiges. Da hatten wir jetzt vergangene Woche auch drei Aufführungen, das war nicht leicht. Mhm. Und hier sind wir jetzt wieder in unserem großen Theaterraum. Genau. Mit der tollen Bühne. So, das war's eigentlich. Okay, vielen Dank. Ich darf fragen.